Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Wer hätte das gedacht? Ihr habt sicherlich schon in der Beschreibung gesehen. Nürnberg Spielwarenmesse 2019. Wir sind immer noch bei Blue Orange hier unterwegs und haben uns da jetzt gerade mal Dragon Market hier geschnappt vor die Kamera. Der Kurz-Kurz-Pitch ist letztendlich, es ist ein Pickup-and-Delivery-Game und hat aber auch noch diese Gehirnknobelsache von Rush Hour. Ja, ihr kennt vielleicht dieses Hin- und Her-Schiebespiel mit diesem Auto, so, da muss irgendwie der Eiswagen oder die Feuerwehr den Ausgang finden. Und ja, sowas haben wir halt hier in der Kombination. Ihr seht es schon hier vor uns. Wir haben hier jede Menge kleine Boote. Die Startspieler befinden sich hier in den Ecken, je nachdem, welche Farbe man hat. Und man bekommt Aufgabenkarten. Derjenige Spieler hier müsste jetzt einen Frosch, hier so eine Flasche, so eine Halskette und so ein Bäumchen holen. Und ihr seht schon, auf dem Booten liegen da diese einzelnen Ressourcen, die man also einsammeln muss. Ja, dann wird hier einfach mal gewürfelt. Und in dem Fall, die Würfel sind gar nicht so einfach zu lesen gefühlt. Ja. Das sind, glaube ich, 7 Aktionen. 7 Aktionen, das bedeutet jetzt, nehmen wir mal an, ich wäre blau. Ich kann jetzt hier ein Boot beliebig weit verschieben. Das wäre jetzt eine Aktion. Zweite Aktion, könnte ich hier raufspringen. Dritte Aktion, ich fahre irgendwie hier runter. Fünfte Aktion hier hin, dann kann ich so ein Teil einsammeln. Ich kann aber auch noch. Da, der Frosch ist raus, ist sogar. Ja, ich brauche sogar die Flasche. Oh, die brauchst du auch. Ich zeige nochmal, ich könnte auch als eine andere Aktion das hier so drehen. Genau, aber hier am Scheitelpunkt der Goldenen, also das hier würde sich so drehen. Und dann könnt ihr euch jetzt sicherlich schon vorstellen, da muss man die ganzen Teile einsammeln, muss wieder dann zurück in seine Ecke. Und das muss man, glaube ich, 2, 3 Karten oder sowas absolvieren, um das Spiel dann zu gewinnen. Es gibt hier noch so eine Advanced-Variante, da muss man weniger Objekte einsammeln und hat dann aber noch Zusatzfähigkeiten. Genau, da kriegt dann jeder kann dann noch was anderes, über Boote drüber hüpfen und diagonal sich scheinbar bewegen. Ja, und hier über diese goldenen Herren hier so drüber springen und so. Und solche Dinge. Ja, also du hast es eingangs schon perfekt erklärt, das ist die Kombination aus, was man eigentlich solitär immer gemacht hat, so diese Rätselspiele hier, Stau, Traffic, Management und jetzt das Ganze halt kombiniert mit einem familientauglichen Pickup-in-Überspiel. Das Ganze auch ab 7 Jahren, 2 bis 4 Spieler und eine Dreiviertelstunde dauert das Ganze. Und wenn das rauskommt, total vergessen, aber dieses Jahr. Ja, auf jeden Fall. Also, sagen wir mal, spätestens im Herbst. Ja, genau. Also, seid gespannt, wer darauf Bock hat, das sozusagen ein bisschen weiterzuführen. Das ist bis jetzt schon tolles Material und natürlich ist hier noch vieles im Prototypenstand. Das sieht aber schon recht weit von den Komponenten recht weit entwickelt aus. Also haltet mal die Augen auf und wir ziehen jetzt einfach mal hier weiter für euch über die Messe und picken da noch das ein oder andere Spiel aus. Wir haben quasi auch so ein Pickup und Delivery. Wir haben auch Pickup und Delivery auf der Spielbahn. Ja? Das Ganze ist richtig von Marco Teutner. Vielleicht hat er es auch vergessen schon, das wissen wir natürlich nicht genau. Also Marco, hier von dir ein Spiel bei Blue Orange. Bleibt also dabei. Bis dann. Ciao. Tschüss.